Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder auch guten Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Ja, heute ist nicht nur Mittwoch, also Update-Tag in Star Stable, sondern heute ist ebenfalls der 24. Dezember. Das bedeutet, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche und vor allem stressfreie Feiertage, einen fleißigen Weihnachtsmann und vor allem das Allerwichtigste in solchen Zeiten, bleibt gesund. Auch diejenigen, die vielleicht kein Weihnachten feiern können, wollen, dürfen, was auch immer, denen wünsche ich natürlich auch eine besinnliche Zeit und ganz viel Gesundheit. So, das war es jetzt auch erst einmal mit der Einleitung. Jetzt kommt auf jeden Fall das, worauf ihr euch alle gefreut habt und weswegen ihr auch das Video angeklickt habt. Genau, zum Pferdekauf. Los geht's! Ich mache keine große Sache draus. Ich werde mir das Pferd kaufen, neben dem ich gerade stehe. Ja, es wird tatsächlich hier dieser Friese, dieser Yorkshire Friese. Ja, weshalb, warum? Erstens mal wegen der Farbe. Die Leute, die mich schon etwas länger kennen, die wissen, ich liebe Pferde. Mit Checkungen, mit Flecken, mit Punkten, was auch immer. Ja, ich liebe diese Pferde einfach und die Tigerschecken, ich liebe sie einfach so sehr. Nicht nur im echten Leben, sondern auch hier in Star Stable. Und ich finde, dieser Tigerschecke wurde wirklich sehr gut umgesetzt. Also er hat nicht zu viele Flecken, auch nicht zu wenig. Die sind nicht zu groß, die sind nicht zu klein. Auch hier im Gesicht, so die Anordnung der Flecken auch hier so ein bisschen ums Auge drumherum. Und vor allem auch, wie die Flecken gearbeitet wurden. Also das sieht wirklich sehr realistisch aus. Ich finde, das haben die wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Das ist ein wunderschöner Tigerschecke. Ich hätte mir diese Farbe zwar eher auf einer anderen Pferderasse gewünscht. Knappstuber! Oh mein Gott, wo kommt da auf einmal dieser Husten her? Ist ja auch egal, Star Stable hat sich dazu entschieden, dass der Jorvikische Friese auch in dieser Farbe, also als Tigerschecke, rauskommen soll. Und ja gut, ich finde die Farbe trotzdem einfach nur toll, obwohl ich die auf dieser Rasse jetzt eher nicht erwartet hätte. Aber gut. Ja, und warum eigentlich noch ein Friese? Ich fand die doch am Anfang nicht so schön, denkt ihr euch vielleicht. Das ist richtig. Ich war ja von den Teaserbildern auf Instagram nicht so wirklich begeistert. Und dann kam ja noch das Teaser-Video auf YouTube raus. Und da gab es natürlich auch wieder sehr, sehr viele Kritik. Aber ja, als sie dann ins Spiel reinkamen, habe ich mir ja den schwarzen Friesen schon gekauft. Und seit ich mir den gekauft habe, finde ich die Friesen wirklich von Tag zu Tag immer schöner. Ja, sie haben immer noch ihre Mängel, sie haben immer noch ihre Baustellen, die Star Stable auf jeden Fall noch beheben muss. Aber dennoch finde ich, dass das Remake der Friesen, also Generation 3, relativ gut geglückt ist. Und ich reite sie auch sehr, sehr gerne. Ja, ich habe ja meinen schwarzen Friesen bereits ausgelevelt. Wer hätte es gedacht? Und bin mit denen auch ein paar Championate gegangen und geritten. Und das Reitgefühl empfand ich wirklich als sehr, sehr schön. Oh Mann, ich kann bei diesen Gesichtsausdrücken echt nicht ernst bleiben hier. Das ist ja, ja. Die Friesen, die sind halt einfach, die sind im Grunde genommen wirklich sehr, sehr schön. Also ich finde, das Reitgefühl ist toll, die Fellfarben sind toll, die Umsetzung der Rasse ist wirklich gut. Sie haben, wie gesagt, ihre Baustellen, aber es sind dennoch hübsche Pferde. Und ich finde diese Animation immer noch ein bisschen zu hektisch, muss ich sagen. Ja, okay, ich rede nicht länger, sondern ich kaufe es mir. Ja, wie gesagt, Stärke 1, Disziplin plus 1, Ausdauer plus 3, Agilität plus 3, Geschwindigkeit 0, sind kältebeständig, warum auch immer. Diese hier am Jorvikstall könnt ihr ab Level 8 kaufen, 59 Starcoins kosten sie, eben weil sie kältebeständig sind und eine Spezialanimation haben. Ja, und ich würde sagen, ich kaufe es mir. Und ach du meine Güte, ich habe mir keinen Namen ausgedacht. Okay, damit wir die ganze Sache beschleunigen und wir hier nicht stundenlang bei der Namensauswahl rumstehen, mache ich einen kurzen Cut ins Video und wir sehen uns dann in meinem Heimatstall wieder. So, da haben wir meine beiden Schatzis. Links von mir, beziehungsweise aus meiner Sicht eigentlich rechts von mir, steht Dark Pearl und links Sugar Spot. Ja, der Zuckerfleck. Sie ist sehr zuckrig. Es ist auf jeden Fall in diesem Falle ein Stütchen. Ich steige mal kurz auf und mache mich zum Wildpferd. Und da gucken wir uns die Kleine mal an. Ich meine, viel gibt es, glaube ich, nicht zu sehen. Sie ist halt weiß mit ein paar Flecken auf dem Körper. Ja, aber ich finde sie ist trotzdem sehr, sehr süß. So, jetzt hebt sie gerade so schön das Bein. Guck mal bitte normal. Ja, okay, das ist eine normale Pose. Ja, wie sie da steht. Ja, oh mein Gott, ich liebe Tigerschecken. Ich liebe sie einfach. Die kleinen Dalmatinerpferde. So nenne ich sie immer sehr, sehr, sehr gerne. Sieht halt aus wie ein Dalmatiner, ne? Ist aber Tigerschecke.
Der Martina Schecke hätte zwar besser gepasst, aber ist egal. Ja, ein wunderschönes Pferd. Also wirklich die Farben, oh, ich mag das. Vor allem die Tupfen hier so am Hals und am Körper und am Popo sind so bräunlich. Und hier an den Beinen gehen sie so ins Schwarze über. Also der Übergang gefällt mir sehr gut. Das haben die wirklich sehr realistisch gemacht. Sieht sehr schön aus. Hier auch mal ein paar dunkle Strähnen im Schweif. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Auch hier in der Mähne sind ein paar dunkle Strähnchen vorhanden. Also ich finde, für diejenigen, die Tigerschecken lieben, die werden wahrscheinlich auch diesen Friesen hier lieben. Also ich finde die Farbe wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. Auch hier um das Schnäuzchen drumherum. Also ja, so habe ich mir halt wirklich ein Tigerschecken immer vorgestellt. Also hier in Star Stable jedenfalls. Ich finde sie wirklich ganz, ganz toll. Ein sehr schnuckliges Schätzchen. Augenfarbe ist... ja, so braun-grau, so hellbraun. Ja, passt auf jeden Fall. Sehr schön. Okay, viel gibt es nicht zu sagen. Die Hufe sind allesamt grau. Und ja, ich würde sagen, bevor ich euch die Animation auf dieser Farbe zeige, besuchen wir mal schnell den Pferdefriseur. So, wir sind beim Friseur angekommen. Und ich zeige euch erstmal die kurze Mähne. Kann man machen, muss man aber nicht. Für sie finde ich das jetzt ist okay, aber... ja, von der Ansicht sieht das schon wieder ein bisschen komisch aus. Nee, gefällt dir auch nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Es ist okay, kann man machen, aber pff, ja, bin jetzt nicht zu 100% überzeugt. Die Schweißspitze kann ich jetzt nicht so gut sehen. Also die Ansichten beim Pferdefriseur, das muss das aber auch unbedingt mal ändern. Also das kann man sich ja gar nicht anschauen hier. Das ist ja unerträglich. Ah, die Knötchen. Die sehen gut aus. Ja, die sehen gut aus. Oh Gott, sie sieht irgendwie so nackig aus damit. Haha, ich weiß nicht. Oh, süß. Wie sie wackelt mit den Nüstern. Das ist schon cute. Ja, rundgelutschter Schweif und auch die Schwanzspitzen sind wieder so abgefressen. Sieht sehr edel aus, ja, aber... pff, ui, ja, ich weiß nicht. Ja, das kann man wieder nicht so gut sehen, weil die Mähne auf die andere Seite fällt. Fällt, vor allen Dingen fällt. Oh ja, ja, das geht aber... das geht aber, da sieht die Mähne nicht so ausgefranst aus, weil die Originalmähne ist zwar richtig schön lang und detailliert, aber die sieht halt so ausgefranst aus. Das ist bei der Mähne nicht so. Ich guck mal kurz, wie der Schopf aussieht. Oh Gott, das backt ja ins Auge rein. Ja, es geht. Sieht auch wieder nicht so detailliert aus. Sieht auch wieder sehr, sehr grob geschnitten aus. Ich muss mich mal beim Pferdefriseur beschweren. Aber ja, der Schweif ist auch relativ ausgefranst. So, die lange Mähne. Ja, auf der Seite sieht man natürlich wieder nicht so viel. Oh, ja. Steht ja auch gut. Wirklich. Schopf. Ist in Ordnung. Schweif. Oh, halt. Das war schon die andere Frisur. Schweif. Der Schweif ist sehr voluminös. Ich glaube, ich probiere dann mal diese Mähne auf ihr aus. Einfach mal zu gucken, wie das ausschaut, wenn sie sich bewegt. Die Frisur finde ich eigentlich auch recht schön, aber ich weiß nicht, diese dünnen Zöpfchen auf der rechten und linken Seite, ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das nicht. Das sieht so, ja, ich weiß auch nicht. Das sieht alles so, ich weiß auch nicht. Auf dem Vorschaubild auf Instagram sah das irgendwie immer besser aus. Wenn ich das so jetzt auf dem Friesen sehe, gefällt mir das irgendwie nicht ganz so gut. Aber vielleicht liegt es auch an der Fellfarbe. Ich weiß es nicht. So, ich wollte mal aus Spaß diese Mähne hier ausprobieren. Wenn es mir gar nicht gefällt, wechsle ich wieder zur realen Frisur. Ja, die Mähne ist jetzt natürlich etwas kürzer. Ganz klar. Aber es sieht nicht mehr so strähnig aus, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Sieht sogar ganz süß aus. Nochmal von der Seite. Der Schweif ist auch vollkommen okay. Also wirklich jetzt. So, ich bewege mich mal kurz ein bisschen schneller. Die wedelt auch sehr gut. Ne? Oh, die wedelt sehr... okay, die backt ein bisschen. Die backt ein bisschen. Ich steige mal kurz. Ja, die wedelt nicht so... was sind das für ein Bug? Ja, gut. Okay. Ja. Ist okay. Ich denke mal, ich werde jetzt... na, ich lasse die erstmal drauf. Ich lasse die Mähne erstmal drauf. Ich würde sagen, ich reite jetzt mal ins Winterdorf, weil da habe ich auf jeden Fall sehr viel Platz. Und da ist, glaube ich, auch das Licht ein bisschen besser, weil ich nehme jetzt gerade zu sehr, sehr später Stunde auf. Und ja, ich zeige euch einfach die Animation nochmal im Winterdorf.
So, hier im Winterdorf auf dem Eis haben wir auf jeden Fall sehr viel Platz, um uns die Animationen anzuschauen. Ja, das sind die Animationen im Stehen. Wie gesagt, ein bisschen ist sehr hektisch. Die Animationen sind sehr schnell abgespielt, sag ich mal. Ist mir immer noch ein bisschen zu hektisch, aber das ist eine Geschmackssache. Ansonsten sind die Animationen ganz lustig und ja, so sieht das halt mal aus. Ich drehe nochmal die Kamera, da könnt ihr die Farbe mit dieser Frisur hier nochmal kurz betrachten. Da sieht man auch, dass die Flecken nicht ganz schwarz oder gräulich sind, sondern eher bräunlich. Das gefällt mir halt wirklich sehr gut. Also es trifft wirklich meinen Geschmack, diese Farbe. Ja, und auch in Real Life finde ich die so schön, die Dickerschecken. Egal, so, wir gehen erstmal vorwärts im Schritt. Ich sehe gerade, da backt das Vorderbein am Muskel so ein bisschen. Da so, hier so. Guckt mal. So ein ganz kleines bisschen, ne? Auf dem schwarzen Friesen hat man das nicht so gesehen, weil, ja, ist halt schwarz, ne? Wow, tolle Begründung, ich weiß. Na gut, wir gehen mal in den Trab. Der Trab ist super schön, der gefällt mir sehr gut. So ein bisschen schneller. Der leichte Galopp ist auch vollkommen okay. Hebt schön die Vorderbeine, so wie es bei einem Friesen sein muss. Ja, ganz toll. So, ein bisschen schneller. Irgendwie sehen die Animationen auf dieser Farbe ganz komisch aus. Vor allem auch der Schenkel. Guckt euch mal den Schenkel an. Das, ja, das sind die Flecken von dem Pferd so ein bisschen verzerrt, ne? Ja, wirkt auf jeden Fall auf dieser Farbe etwas anders, die Animation. Wie gesagt, bei einem einfarbigen dunklen Pferd, bei dem schwarzen Friesen, sieht man das alles nicht so genau. Ja, da sind halt nicht so viele Details drin, wie bei diesem Fleckenpferd. Bei diesem Dalmatinerpferd, ja. Aber trotzdem, die Animationen, wie gesagt, sind vollkommen okay. Ich kann da jetzt nicht mehr so krass viel rummeckern. Ich habe ja gesagt, sie haben ihre Baustellen und ja, ich hoffe, Starship behebt das. So, ein bisschen schneller, also komplett schnell, ganz schnell. Komplett schnell, wie rede ich denn wieder? Ja, die schnellste Gangart auf jeden Fall. Ist okay. Ja, ist wirklich total okay. So, okay, und da wir schon mal dabei sind, springen wir. Da schlägt es nochmal so ein bisschen aus. Der Schweif, der ist nicht mehr so wirklich unter Kontrolle. Aber es macht sich schön rund, es springt schön hoch. Ich mag das Springen. Und wir halten gleich mal an. Ja, das Steigen ist vollkommen okay, außer natürlich der Schluss, dass es da nochmal hochspringt. Es sieht halt alles so ein bisschen buggy aus. Ich finde, das Aufsteigen am Ende von der Vollbremsung, das muss jetzt nicht sein. Das muss ich nicht haben. Das kann ruhig weggelassen werden. Ansonsten ist der Stopp eigentlich ganz gut. So, das Steigen. Vollkommen okay. Wirklich vollkommen okay. Im Teaser sah es ein bisschen schlimmer aus. Star Stable hat, glaube ich, schon ein bisschen was dran gemacht. Aber ja, ich finde dadurch, durch die Flecken, sieht das wirklich alles so ein bisschen verzerrt aus. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist da. Ach, ich möchte nicht absteigen, Star Stable. Ich möchte das nicht. So, und nochmal von hinten hier, von dieser Seite. Ja, kann man machen. So, rückwärts gehen. Ja. Ja, ist süß. Auch von der Sicht sieht das sehr süß aus, wie es nach hinten schaut, ne? Ja, ein bisschen dreht es auch die Ohren nach hinten, ne? Ganz klein wenig. Ja, da sieht man es gut. Ja, vollkommen okay. Was will man denn über das Rückwärtsrichten sagen, ne? Was will man denn da sagen? So, haben wir denn alles gezeigt? Das Rückwärtsgehen, das Springen, das Stoppen, das Steigen, die Gangarten. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Beim Pferdefriseur waren wir ja schon und ich glaube, wir sind mit dem Video schon wieder fertig. Genau. Ja, das ist meine kleine meine kleine Sugarspot. Ist ja auch egal. Und ja, das war auf jeden Fall das Pferdekauf-Video. Ich dachte mir so, ja, zu Weihnachten kann man sich denn, glaube ich, nochmal ein Pferd gönnen, weil es ist ja Weihnachten und ja. Gut, ich hoffe auf jeden Fall, das kleine Pferdekauf-Video hat euch gefallen und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video oder nächsten Livestream. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und oder einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich die Mähne doch zur Originalmähne wieder ändern werde. Rest in peace, Starcoins.